Hallo, hier ist wieder Norbert Okenga mit einer neuen Ausgabe von Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Das neue Heft ist gerade draußen an einem Wochenende, an dem wir normalerweise alle auf dem Hockenheimring gewesen wären, weil nämlich dort das große, große Comeback der Gruppe C in Deutschland stattgefunden hätte. Fritz Gebhardt, der ehemalige Teamchef eines Gruppe C2-Teams aus Sinsheim im Kraichgau, hat seit mehr als einem Dreivierteljahr darauf hingearbeitet, diese legendären Sportwagen aus den 80er und 90er Jahren wieder in den historischen Motorsport von Deutschland zu integrieren. Und an diesem Wochenende hätte es soweit sein sollen, beim Hockenheim Historic, dem Jim Clark Revival auf der badischen Rennstrecke. Die ersten Veröffentlichungen in der Zeitschrift Pitwalk hatten für eine riesige Resonanz gesorgt und auch die Begeisterung bei den Teams über das Comeback der Donnervögel in Deutschland war gewaltig. Dann aber ist die Seuche dazwischen gegrätscht, sodass das ganze Hockenheim Historic abgesagt werden musste. Seit Donnerstag ist klar, wann es jetzt stattfindet. Die Spekulation in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk hat sich bewahrheitet. In Ausgabe 60, die seit Freitag im Handel ist, hatten wir ja schon überlegt, ob man dieses Hockenheim Historic nicht auf den Termin des ebenfalls abgesagten Dragster-Spektakel Nitrolympics legen könnte. Genauso ist es jetzt gekommen. Das Hockenheim Historic mit dem Gruppe C Supercup wird vom 27. bis 29. August 2021 auf dem Hockenheimring stattfinden. Das ist natürlich zunächst einmal sehr erfreulich, dass die Veranstaltung verschoben, aber nicht abgesagt worden ist. Und wie auch schon in der großen Motorsport mit Corona-Geschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk dargelegt, ist gerade für diese Veranstaltung die Verschiebung letztlich sogar ein Segen. Warum? Das frage ich jetzt im ausgiebigen Gespräch den Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH, Jochen Nerpel. Wir haben einen neuen Termin fürs Hockenheim Historic, also für das große Gruppe C-Rennen, das wir in der Zeitschrift Pitwalk ja schon seit der Empfängnis dieser Idee quasi begleitet haben. Ende August, an jenem Wochenende, an dem sonst das Dragster-Rennen Nitrolympics stattgefunden hätte. Wir haben das in der Ausgabe, die da hinter mir an der Wand hängt, eigentlich schon quasi herbeispekuliert, weil ich wusste, dass das Nitrolympics abgesagt werden müsste, mangels Dragster-Europameisterschaft. Und dass es ja Sinn ergeben würde, dass Hockenheim Historic, was ihr jetzt eigentlich an diesem Wochenende hättet fahren wollen, dahin zu verlegen, nachdem es auch da nicht möglich gewesen ist, das durchzuführen wegen Corona. War das immer klar, dass das so kommen würde, oder habt ihr mit aller Macht versucht, eigentlich den Mai-Termin zu retten, Jochen? Ja, also grundsätzlich ist es ja unheimlich schwierig, generell eine Planung über die Saison hinweg generieren zu können. Die Absage der Nitro Olympics / unserer Dragster-Veranstaltung war dahingehend für uns wesentlich einfacher, weil natürlich wir sind damit enormen Kosten verbunden. Ja, also die Strecke muss präpariert werden und das geht in die Hunderttausende. Und das hat einfach dann noch diese Unplanbarkeit von Zuschauern und Zuschauermengen. Das war dann für uns logisch, dass wir quasi die Dragster-Veranstaltung erstmal absagen. Somit wurde dieses Wochenende frei. Wenn wir jetzt die Bosch Hockenheim Historic an diesem Wochenende hätten starten lassen, hätten wir ganz einfach das Problem gehabt, dass wir die ganzen englischen Rennserien nicht bekommen hätten, weil die ein ganz blödes Einreiseverbot oder eine blöde Situation haben. Das war der Grund erstmal für die Absage der Bosch Historic und jetzt die Verlegung auf den Dragster-Termin, weil wir jetzt mal rein finanziell betrachtet natürlich Ende August schon eventuell mit Zuschauern planen, aber sich eine Bosch Hockenheim Historic auch von der ganzen Organisation einfacher darstellen lässt wie eine Dragster-Veranstaltung. Das muss man ganz einfach sagen. Ich hatte auch gedacht, dass man die Historik, das ganze historische Rennen, auch jetzt mit einer begrenzten Zuschauerzahl vielleicht hätte genehmigt bekommen können. Denn du hast ja beim historischen Rennen nicht diese, ohne es böse zu meinen, diese Michael-Schumacher-Fans, die im Wald campen und irgendwann dann vor lauter Feiern außer Kontrolle geraten. Und du hast ja da erstens keine ganz vollen Ränge beim Historic und du hast ein gesetzteres Publikum, das nur für den Tag kommt, also nicht irgendwann außer Kontrolle gerät und das sich, glaube ich, auch darauf einlassen würde, war ihrer gesetzten Alters quasi und ihrer Vernunft, auf gelenkte Verkehrswege, Fußwege zu schwenken. Also du hättest Abstandsregeln auf den Tribünen, glaube ich, einhalten können. Da gibt es jede Menge Beispiele aus dem Speedway-Sport für, wo man sagt, man lässt nur so und so viel Tribünen auf und macht dann Parzellen quasi für jede Familie, die da ist oder für jede Clique, die da ist. Und die dürfen nur zum Rennwurst holen, die Parzelle verlassen. Und du darfst dich halt nur, was weiß ich, auf der linken Seite des Fahrerlagers rechts rum bewegen, auf der rechten Seite links rum. Ich glaube, das wäre theoretisch machbar gewesen. Aber da wollte die Politik in Baden-Württemberg nicht mitziehen. Also die Problematik war, wenn wir über die Bosch Hockenheim Historic jetzt, heute, an diesem Wochenende sprechen,
muss man ja quasi in der Planung 3 Monate vorausgehen. Vor 3 Monaten war die Situation coronamäßig eine Vollkatastrophe. Ja, wir hatten extrem hohe Zahlen, mussten allerdings auch eine Entscheidung treffen, ob wir die Veranstaltung letztendlich stattfinden lassen oder nicht. Und das war zu dem Zeitpunkt vor 3 Monaten, 2, 3 Monaten einfach undenkbar. Jetzt haben wir einfach eine ganz andere Verhandlungsposition, auch mit den ortsansässigen Behörden. Und ich denke, dass daher mein Bauchgefühl sagt mir einfach, dass es auf August oder Ende August hin die Situation sich dahingehend erleichtert, dass wir genau über diese Themen auch sprechen können, was jetzt im März dieses Jahr definitiv nicht der Fall gewesen wäre. Ja. Weil die baden-württembergische Landesregierung sich dagegen gesperrt hat, denn ich kenne andere Veranstaltungen, bei denen wurde eben sehr wohl genau darüber gesprochen, das so zu machen. Ja, also Fakt ist, bei uns in der Verordnung steht ganz klar, dass Profi-Spitzensport ausnahmslos ohne Zuschauer stattzufinden hat. Ja. Und da können wir uns biegen und brechen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es auch ein viel zu großer Kraftakt, sowas durchzuboxen. Also gar nicht lohnenswert für 1.000 Zuschauer, wenn man jetzt die Chance hat, das Ganze um 3 Monate nach hinten zu verschieben und dort vielleicht sogar noch eine noch größere Zuschauerkapazität vielleicht erreichen kann. Ja. Du hast es gerade gesagt, der historische Motorsport speist sich maßgeblich aus englischen Teams. Das sind, natürlich gibt es die FAR und die Deutschen, die da mitfahren, oder auch Europäer. Aber gerade in der Gruppe C, über die wir ja mit Pitwalk hauptsächlich reden momentan noch, kommt das Gros der Teams, das Gros der Restauratoren, auch der Fahrer, der Autobesitzer, die kommen ja alle aus England, die sonst diese Patrick Peter-Serie bestreiten würden, wenn es die denn noch geben würde dieses Jahr. Das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, was fährt da noch, der Kampf der Zwerge ist eher europäisch mit den kleinen Fiat 500 Dingern, aber ich glaube sogar schon so eine Formel 2 ist auch eine eher englische Angelegenheit, wenn da das Feld sich richtig füllen soll. Das heißt, für das Hockenheim Historic insgesamt und erst recht für die Gruppe C ist die Absage eigentlich weniger schlimm, als es auf den ersten Blick klingt. Ja, die Absage wurde ja auch tatsächlich aufgrund der Tatsache gemacht, dass die englischen Teams einreisen können, dass diese Möglichkeit gewahrt ist. Und da hoffen wir ganz einfach, dass wir auch mit den ausländischen Teams, in dem Fall, es kommen ja nicht nur viele aus, England, sondern also viele natürlich, aber auch Holland ist ein Thema, Schweiz, Frankreich, Österreich. Und wenn sich die gesamte Situation in Europa lockert, sehen wir da einfach auch von der Qualität der Fahrzeuge dann vor Ort eine bessere Chance, auch dem potenziellen Zuschauer dann attraktiveren Sport bieten zu können. Und ich denke jetzt genau, jetzt mal Ende August, dass diese Situation einfach eintreten wird. Also da drücke ich zumindest mal die Daumen. Und vor allem in der Gruppe C, die ja der Fritz Gebhardt wieder auch gemeinsam mit uns da ins Leben auch wieder gerufen hat, da ist es wichtig, dass man zu Beginn oder wenn das jetzt wieder neu startet, einfach auch tolle Starterfelder hat. Da sollten wir nicht riskieren, dass nur 6 oder 7 Fahrzeuge da irgendwo durch die Kurven düsen. Ja. Also da hoffen wir uns schon, dass wir ein ordentliches Starterfeld generieren können. Diese Gruppe C-Sache kam für mich letztes Jahr einigermaßen überraschend, als ich mit Fritz Gebhardt darüber gesprochen habe. Wie siehst du das? Soll das neue Zugpferd quasi werden von eurem historischen Motorsport? Es gibt ja den Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring auf der einen Seite und dann eben das Hockenheim Historic, was der andere große Oldtimer Motorsport in Deutschland ist, auf 4 Rädern auf der anderen Seite. Soll die Gruppe C da das neue Flaggschiff werden mittelfristig? Ja, definitiv. Ist natürlich unheimlich viel Arbeit. Die Fahrzeuge sind ja vorhanden, zwar in Europa verteilt, aber die Fahrzeuge sind existent, die werden eingesetzt in der Group C, auch im Rahmen des Le Mans Klassikrennens etc. Und ich denke schon, dass wenn wir da viel Arbeit und Mühe reinstecken, den Teilnehmern ein tolles Wochenende darbieten können, dann ist das mit Sicherheit ein interessantes Zugpferd auch für die Besucher, solche tollen, wertvollen und auch seltenen Fahrzeuge hier vor Ort wieder sehen zu können. Man merkt an der Resonanz, die wir erfahren haben, seit wir da vor 4 Heften, zum ersten Mal darüber berichtet haben und das Ding dann immer am Köcheln gehalten haben, dass da schon eine tiefe Sehnsucht nach diesen Autos, nach dieser glorreichen alten Zeit besteht, wo viele Leute gesagt haben, oh, das haben wir nicht gewusst, dass die jetzt wiederkommen. Da müssen wir dann nach Hockenheim auf jeden Fall hin. Und da gab es auch gleich schon, als dann die ersten Gerüchte aufkamen, ihr müsst verschieben, was wir ja im YouTube-Channel von Pitwalk auch gebracht haben, relativ früh, kamen auch sofort die Fragen, sagt Bescheid, wenn es wirklich verschoben wird, damit wir nicht weiter planen. Und als wir gestern den Blog veröffentlicht haben, dass ihr verschoben habt auf den Termin,
kamen auch gleich die ersten E-Mails zu sagen, dürfen denn da Zuschauer hin, kann ich da hinkommen und so weiter. Also da hast du schon ein Vakuum oder habt Fritz Gebhardt und ihr schon ein Vakuum getroffen, das da jetzt offensichtlich förmlich aufgesogen, saugend gefüllt wird. Ja, definitiv. Also das ist ein Highlight. Die Fahrzeuge waren immer ein Highlight und das sind sie definitiv auch heute noch. Und tatsächlich ist es ja auch so, das ist jetzt nicht unbedingt eine Präsentation, sondern eine Demofahrt, sondern die Jungs fahren da richtig Rennen, ja. Und also da geht es auch schon um die ein oder anderen Zehntelsekunden auf der Strecke. Und das macht ja die Sache auch so richtig geil, ja. Hier vor Zuschauern potenziell solche Multimillionenwerte fahren zu sehen. Und die Jungs, die geben da oder nehmen auch keine Rücksicht auf ihre Fahrzeuge, wie man es vielleicht von anderen Rennsportveranstaltungen kennt, sondern das soll richtiger Sport sein mit tollen Fahrern, tollen Autos. Und ich denke, da treffen wir, wie du schon gesagt hast, da treffen wir so ein bisschen ins Motorsportherz. Ich habe fast das Gefühl, das könnte sowas werden, wie es die Eifel Classic für den Rallye-Sport geworden ist. Ich bin ja aufgrund meiner Kommentatorentätigkeit im Rallye-Sport auch ziemlich tief drin. Und dieses Eifel Rallye Festival, oder wie es heißt, wo die ganzen alten Gruppe B-Autos unterwegs sind, da habe ich ja relativ viel Kontakt zu. Da merkt man ja auch, dass da der Vater, also quasi mein Alter, die mit der Gruppe B groß geworden sind, mit den Söhnen dahin kommen und die Söhne sich auch begeistern können für diese alten Gruppe B-Dinge, obwohl die eigentlich gar keinen direkten Bezug mehr zu diesen Monstern haben. Und ich habe den Eindruck, das könnte mit der Gruppe C jetzt nochmal quasi ein Abziehbild dessen für die Rundstrecke werden, was du mit dem Tourenwagen so nie erreichen würdest, glaube ich. Ja, es geht doch genau darum, Motorsportgeschichte wieder aufleben zu lassen. Und das war in den letzten Jahren, ist das so, ja, etwas, ich sag mal, untergegangen, auch die Gruppe C, weil sich niemand irgendwo dazu bereit erklärt hat, die ganzen Fahrzeuge, Teams etc. so ein bisschen für sich zu gewinnen. Und deshalb denke ich schon, wie du bereits erwähnt hast, in der Eifel Rallye Classic, wir stehen mit der Bosch Hockenheim Historik absolut für Nähe zum Rennsport. Die Leute, die sollen in die Boxen können, die sollen neben die Fahrzeuge stehen können, das anfassen, riechen können. Und deshalb, ich sehe da schon eine Riesenchance mit unserer Veranstaltung in Summe, dass wir da genau den Zahn der Zeit wieder treffen. Das hört sich eigentlich verrückt an, aber wir vereinen quasi historischen Motorsport mit dem, was, wenn man mich fragt, sich auch der moderne Motorsport eine Scheibe von absteigen könnte. Die Nähe zu den Fahrzeugen, das Gefühl, man ist dabei und wird nicht nur mit gezielt auf die Tribüne gesetzt und hier darfst du jetzt ein Foto machen und danach wird man gezielt wieder zum Parkplatz zurückgeleitet, sondern davon lebt eigentlich der Sport und hat schon immer gelebt. Die Nähe zu den Fahrzeugen, zu den Teams, das einfach zu spüren, mit seinen Kindern zusammen. Und das ist einfach ja, der Zahn der Zeit, wenn du mich fragst. Und man muss ja auch mal sehen, dass diese ganze Gruppe C, die historische, nicht nur eine reine Hobbyveranstaltung ist von reichen Herren, die sich die Autos hinstellen, sondern da fährt Eric Ellery, der früher mal Peugeot-Werksfahrer gewesen ist, der genau weiß, wie man so ein Ding bewegt. Da fährt Ralf Kellners, da fährt Alex Müller, da fahren noch eine ganze Menge andere professionelle Piloten oder jüngere Piloten zumindest, die zwar nicht mehr im richtig großen Motorsport unterwegs sind, die aber immer noch schnell genug sind, um diese Autos trotz hohen Abtriebs, trotz heiklen Fahrweise richtig schnell zu bewegen. Das heißt, du kannst durchaus, wenn die richtigen Leute am Steuer sitzen gerade, auch mal sehen, was diese Autos damals schon gekonnt haben. Ja klar, also das sind richtig geile Fahrzeuge, die ihrer Technik weit voraus waren. Ich meine, das war ja damals schon richtig teurer Motorsport, das muss man ja auch mal sagen. Wenn ich hier jetzt Fritz mit seiner Truppe ab und zu so die Rundenzeiten für mich stopp, die sind richtig schnell, ja, also vergleichbar mit den GT3-Autos. Und ja, das zeigt schon, was die Fahrzeuge imstande sind zu leisten, definitiv. Und die Jungs, die lieben ja auch die Fahrzeuge, weil man hat einfach diesen mechanischen, dieses Feedback vom Fahrzeug als solches, das ist noch richtig, also wer da schnell ist, der kann auch am Lenkrad drehen. Ja, da geht es jetzt nicht um irgendwelche elektronischen Knöpfe, die mir dabei helfen, besser aus einer Kurve raus zu beschleunigen oder solche Dinge, sondern ja, da ist noch richtig viel Gefühl im Hintern erfordert, um solche Fahrzeuge dann auch schnell um die Kurve zu bewegen, definitiv. Glaubst du, dass der Termin noch wackeln könnte oder geht ja eigentlich fest davon aus, dass ob mit oder ohne Zuschauer, das jetzt der Termin ist, der stehen wird, so oder so, egal wie die Seuche sich jetzt noch entwickelt. Also da muss ich ganz klar dazu stehen. Also ich hätte ihn nicht veröffentlicht, würde ich da nicht mit vollem, also 100% dahinter stehen. Ich gehe davon aus, also sollte jetzt wirklich Corona-bedingt nicht nochmal eine richtige Eskalation eintreten,
werden wir die Veranstaltung definitiv mit oder ohne Zuschauer durchziehen. Also das ist für uns auch mal wichtig, dass wieder was passiert. Auch ich denke, das ist eine wichtige Entscheidung, einfach zu signalisieren, Hockenheim Ring, wir sind noch da. Es gibt nach wie vor die Veranstaltung. Und wenn wir Zuschauer zulassen dürfen, werden wir darum kämpfen, dass man natürlich so viel wie möglich die Chance geben, sich das vor Ort anzuschauen. Aber jetzt sind wir erstmal froh, dass wir mit dem neuen Termin einfach ein Stück weit eine Planungssicherheit auch haben. Wie sicher seid ihr denn überhaupt noch da, wenn ich die Frage mal so ein bisschen ketzerisch stellen darf? Weil ich höre aus dem letzten Jahr natürlich, du weißt, ich habe jede Menge Kontakte in alle möglichen Bereiche. Ich höre von riesigen, riesigen Verlusten, die ihr eingefahren habt wegen des Corona-Jahres. Ich höre, dass die öffentliche Hand, die ja offensichtlich, ich weiß nicht mit wie viel Prozent bei euch beteiligt ist an der GmbH, sogar überlegt, die Anteile zu verkaufen, weil sie sich dieses Zuschussgeschäft in Corona-Zeiten nicht mehr an die Backen binden wollen, weil die sowieso schon das Stadtsäckel leer haben mit einem großen Loch drin. Müsst ihr da jetzt euch auf einige schwierige Neuerungen gefasst machen? Man muss tatsächlich sagen, die Information, die du da hast, die ist richtig, wenn man natürlich den richtigen Zeitpunkt dafür nimmt. Letztes Jahr, als Corona eingetreten ist, hatten wir jetzt speziell im März, April, hatten wir ein volles Buch. Ja? Und dann brechen wir erstmal Millionen an Veranstaltungen ab. Im Laufe des letzten Jahres haben wir allerdings gemerkt, dass wir quasi über unsere normalen Track Days etc. und die normalen kleinen Veranstaltungen, die wir ja genehmigt hatten, ganz gute Erlöse generiert haben. Das heißt, wenn wir Anfang des Jahres noch von einem Defizit, von einem geplanten Defizit in Millionenhöhe, einfach geplant hatten. Ich habe mal die Zahl 6 Millionen gehört, ne Jochen? Ja, auch, ja, das waren auch tatsächlich Werte, die in diese Richtung gingen. Und aber geendet sind wir wesentlich, wesentlich, wesentlich besser. Ja? Okay. Und das hatte einfach den Hintergrund, dass uns natürlich auch das Thema Kurzarbeit geholfen hat, unsere Banken mitgespielt haben, diverse Dinge auszusetzen und. Also es ist nicht im Ansatz so schlimm letztendlich eingetreten. Natürlich ist es für eine Stadt, die, wenn du mich fragst, einfach nicht mehr zeitgemäß eine Rennstrecke zu betreiben. Mhm. Und das sind natürlich auch Gespräche im Hintergrund, jetzt mit Emodrom oder weiteren Partnern Anteile zu übernehmen, weil das ist auch meines Erachtens der richtige Schritt, da weiterzudenken, weil wir sind der Hockenheimring, wir werden 90 Jahre alt, aber es ist eigentlich nicht mehr die Aufgabe einer Stadt, sowas aufrechtzuerhalten. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und die Lage ist hier sensationell. In den letzten Jahren sind ja unheimlich viele Dinge passiert. Also das ist alles sehr, sehr ordentlich geworden, die Abläufe sehr effizient. Und das ist auch das, warum wir solche Jahre wie jetzt Corona überleben werden, definitiv. Also die Situation ist weitaus nicht so schlecht, wie sie propagiert wird. Okay. Und wovon lebte die Strecke dann in der Corona-Zeit? Ich weiß ja, dass mein ehemaliger Arbeitgeber, die Motorpresse Stuttgart, da öfter mal drauf ist, um nicht zu sagen, jede Woche drauf gewesen ist früher, für die Tests für Automotor und Sport und Sportauto, um da was zu fahren. An diesem Wochenende ist die FAR mit irgendwelchen kleineren Veranstaltungen drauf. Dann gibt es Track Days, wo du offensichtlich tatsächlich eine private Strecke mieten kannst und da deine Autos ausfahren, testen kannst. Das sind eure Einnahmequellen, die ihr momentan auch noch bedient und abschöpfen könnt. Wir haben hier unheimlich viele BMW-Schulungen. Alle Räume sind derzeit vermietet. Wir haben jeden Tag die Strecke vermietet, ob jetzt an Motorrad, Sportfahrer, Sperrracing, ob der Pistenclub und. Und da muss man ja auch mal einsehen, wir haben absolut kein Personalaufwand in der Zeit. Ja? Also während hier Trackdays sind, da habe ich die normale Belegschaft hier, 8 bis 10 Leute, ein paar Streckenposten, die Race-Control besetzt. Somit sind wir nicht abhängig davon, ob das Wetter gut, schlecht ist, Ticketeinnahmen und. Wir brauchen keine Parkplätze besetzen in der aktuellen Situation. Also ich habe quasi auch keine Kosten, aber gute Einnahmen durch die Trackdays. Und das ist das, was man nach außen gar nicht mitbekommt. Mhm. Und wir aber davon leben, ja. Besser als gedacht tatsächlich, ja. Der Ausfall der Rennen ist in dem Fall gar nicht so tragisch, weil sie natürlich auch mit mehr Aufwand verbunden wäre. Ja, man muss echt sagen, das hat sich auch in eine falsche Richtung entwickelt in den letzten Jahren. Falsch und richtig zugleich, da komme ich jetzt dazu, weil wenn du heute eine Rennsportveranstaltung machst, man hat Auflagen, das kann man sich gar nicht vorstellen, von Blitzschutzkonzepten über Taschenkontrollen, Security, ja, dann war eine Zeit lang diese Terrorgefahr, dann
ja, das Einrichten, dann muss man für die Parkplätze Haubenlärchen Gutachten machen, dass da nichts passiert. Und die ganzen Kosten, die mit Veranstaltungen verbunden sind, bringt dir am Ende die gleichen Einnahmen, wie wenn du 3 Tage Touristenfahrten machst. Und das ist einfach so ein bisschen der Ansatz. Wir dürfen nicht weg vom Motorsport oder Motorsportveranstaltungen, aber der Aufwand, den man betreiben muss, um Veranstaltungen durchzuführen, der ist enorm. Und der ist dann beim Dragster nochmal wieder enorm mehr wahrscheinlich, weil du da entsprechend die ganze Strecke noch neu herrichten musst. Ja, das muss man sich so vorstellen. 2 Wochen vor der Nitro Olympics fangen wir an mit Traktoren, quasi Gummi auf die Quarter Mile zu ziehen, damit diese Top Fuel Dragster mit 12.000 PS nachher überhaupt diese Traktion haben, um schnelle Zeiten auf die Viertelmeile zu fahren. Da wird mit Kleber, mit Methanol etc. wird die Strecke so lange behandelt, bis letztendlich eine geschlossene Gummidecke entstanden ist. Da fahren wir in 24-Stunden-Schichten quasi mit Traktoren und Gummischlippen hoch und runter, bis das eingetreten ist, um es am Montag mit Sandstrahlgeräten wieder von der Strecke zu blasen. Ja? Also ein Riesenaufwand. Die reine Streckenpräparation, die liegt ungefähr bei 250.000 Euro. Also nur, also das Personal noch gar nicht so richtig mit eingerechnet. Und dann muss eine Tribüne gebaut werden, die Mauerteile müssen verschoben werden, die Zeitenschleifen, also Zeitnahme und ein riesen Aufwand für das, dass man gar nicht weiß, ob man Zuschauer reinlassen darf. Ja? Und deshalb ist eine logische Schlussfolgerung, auf dieses Wochenende was zu setzen, in dem Fall die Busch Hockenheim Historik, wo wir wissen, wie es funktioniert, ohne großen Präparationsaufwand, ohne Risiko, weil das wird funktionieren. Gut, Jochen Nerpel, Geschäftsführer der Hockenheimregen GmbH. Dann freuen wir uns gemeinsam auf den 27., 28., 29. August zum Comeback der Gruppe C, wo wir dann mit Pitwalk sicher auch vertreten sein werden in diversen Formaten. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Jochen. Kein Problem, Norbert. Vielen Dank auch an dich. Und also dann, liebe Freunde der schnellen Gangart, den 27., 28., 29. August, den könnt ihr euch jetzt schon mal dick im Kalender anstreichen. Da findet er statt, der Gruppe C Supercup auf dem Hockenheimring. Pitwalk wird natürlich auf allen Kanälen, digital wie im Magazin, dieses riesige Sportwagen-Festival im historischen Motorsport begleiten. Und ich hoffe, wir sehen uns dann alle auf der Rennstrecke an der Badischen Spargelstraße. Denn wenn es in diesem Jahr ein Rennen gibt, das man besuchen muss, dann ist es der Gruppe C Supercup, das Comeback der Donnervögel aus der goldenen Epoche des Sportwagen-Langstreckensports. Mit Porsche, mit Jaguar, mit Sauber Mercedes, mit Nissan, mit Toyota, mit Spice, mit all diesen legendären Namen, die in den 80ern und 90ern so unwiderstehliche Motorsportgeschichte geschrieben haben. Wer mehr über diese Epochen erfahren möchte, dem sei nochmal schnell der Blick auf die Internetseite pitwalk.de empfohlen. Da haben wir ja die ganzen bisher erschienenen Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk aufgelistet und es gibt sogar ein Gruppe C Special Sonderangebot, wo die größten Veröffentlichungen zu dieser goldenen Ära noch einmal zusammengefasst sind. Die Hefte könnt ihr euch nachbestellen zum Sonderpreis. Und auch in Ausgabe Nummer 60 steht viel Wissenswertes zur jetzt gerade offiziell gemachten Verlegung des Gruppe C Supercup auf das letzte Augustwochenende drin. Also schaut auf pitwalk.de, geht dort in den Shop, guckt euch in Ruhe um und bestellt alles, was mit der Gruppe C zu tun hat, damit ihr eine optimale Vorbildung habt, wenn es am letzten Augustwochenende auf den Hockenheimring geht. Wir sehen uns dort, wir hören, lesen und sehen aber deutlich früher schon wieder voneinander mit den nächsten Ausgaben von Pitwalk TV, mit den Pitcasts und mit der noch aktuellen Ausgabe Nummer 60 der Zeitschrift Pitwalk. 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören. Bis bald, euer Norbert Okenga.